1943. Die Niederlage von Stalingrad. Die Bombenangriffe auf das Reich, die brennenden Städte setzen das NS-Regime unter Druck. Propagandaminister Goebbels will die Stimmung wieder drehen. Seine Rede im Sportpalast soll das Volk auf den totalen Krieg einschwören. Gegner behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Er will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Da war aber eben auch in der Zuhörerschaft das so geschürt worden, diese, also erstmal unschuldige Frauen und Kinder und den Volkskörper verletzen und unsere deutsche Heimat mit Bomben bedecken und so. Das hatte ja schon die Wut natürlich auch in der Zuhörerschaft gesteigert. Und als dann die Fragen kamen und die Brüllerei erstmal losgegangen ist, dann war das nicht mehr kontrolliert. Die perfide Inszenierung erfüllt im Saal ihren Zweck. Wir waren so entsetzt, wie es möglich war, diesen bis zum Bersten gefüllten Sportpalast in einen solchen Begeisterungstaumel zu versetzen. Auf diese Frage hin wollt ihr den totalen Krieg. Ja, ja, dieses Geschrei. Und es war ein grauenvolles Erlebnis für uns. Wir standen wie erstarrt. Und jemand von den Leuten, die mit uns da waren, sagte, klatscht, ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen. Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ich habe mir nicht vorstellen können, was denn nun eigentlich noch totaler werden kann. Sollte man überhaupt nicht mehr schlafen oder gar nichts mehr zu essen kriegen und alle Männer tot sein und die Zivilbevölkerung auch noch? Ich konnte mir davon gar keine Steigerung mehr vorstellen. Es war doch schrecklich genug. Nun folgt die Die Parolen des Propagandaministers werden zum Symbol des NS-Durchhaltewahns.